Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werde ich mal ausnahmsweise hier nicht rumrennen, direkt, denn zuallererst wollte ich mal etwas zeigen, das mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Und zwar steht das direkt oben, Gemütlichkeit 19. Ohne es zu wissen, habe ich unsere Gemütlichkeit um einen erhöht und wir sind jetzt 26 Minuten gut ausgeruht. Und das Ding, was uns eine weitere Gemütlichkeit gebracht hat, ist diese Lavalampe hier. Habe ich einfach hingestellt, ohne es zu wissen, dass es uns tatsächlich was bringt. Und tatsächlich ist das doch das einzige neue Item, was es was bringt. Also Gemütlichkeit 19 ist wohl das Höchste, was man momentan haben kann. Hervorragend. Sehr gut. Und außerdem wollte ich hier oben mal etwas machen. Denn jedes Mal, nach jeder Aufnahme, gehe ich eigentlich immer ja hier lang. Und so oder so gehen wir entweder zum Portal, also zum Portalraum, oder wir gehen zum Lager. Wenn ich zum Portalraum gehe, gehe ich ja immer hier runter. Und, ne, und dann hier diese Treppe und dann sind wir da. Und wenn ich ins Lager will, gehe ich hier hoch, springe hier runter und so weiter. Und bereits vor dem Aschenlande-Update hatte ich mir eigentlich was überlegt. Und zwar hier. Und zwar, dass wir hier einen Balkon hinbauen. Nämlich. Und den will ich gar nicht zu aufwendig machen. Und ich hole mir dafür mal alles, was wir brauchen. Wir brauchen Kernholz, Holz, Harz. Teer meine ich. Nicht Harz. Glas würde ich nicht neu bauen. Hier zum Beispiel könnte man eine Tür reinbauen. Das wäre vielleicht... Obwohl, wir können auch so machen. Dann ist es zwar asymmetrisch, aber passt schon. Ne, dann passt das hier zu. Weil das will ich nicht weiter in die Ecke quetschen. Wir sollen ja nicht hier was essen und sich dabei, ne, wenn das da zu warm ist, dann irgendwie verbrennen. Ihr versteht schon. Deswegen, ich gehe mal ins Lager und hol mal alles, was wir brauchen. Keine Sorge, wir gehen dann nachher noch in die Ashlands. Aber das stand schon die ganze Zeit an und da wir dann immer jetzt schon direkt die Abkürzung nehmen können, würde ich das mal eben kurz vorziehen. Also machen wir mal so. Dann Teernbatzen. Oh, vielleicht nicht so viel. So, und außerdem kann ich die Krone wieder reinpacken erstmal. Obwohl, nee, während wir bauen, behalte ich sie mal. Fehlt uns noch was? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht zum Stabilisieren Eisen. Gut möglich, dass wir es stabilisieren müssen. Oder haben wir da einen Rahmen? Warte mal. Das müsste ja auf dieser Höhe sein. Ja, wir haben hier einen Rahmen, ne? Hier. Wir haben hier einen Eisenrahmen. Also sollte ja... Da in dieser Kante ebenfalls einer sein, richtig? Ja, da sieht man ihn hervorlugen. So, und wie machen wir das denn mal? Schon klar, theoretisch Mitte, das wäre hier. Das wären dann allerdings natürlich drei. Ne? Also 1, 2, 3 Meter. Weil unsere Base ja leider ungerade ist. Das bedeutet, ich würde tatsächlich einfach hier diese hier rausreißen. Komm, machen wir jetzt einfach mal. Und außerdem den. Oh, nee, kann ich gar nicht. Weil wir haben keine kurzen Teerstücke. Oder kann ich so und so machen, ohne dass es zittert? Es zittert. Nee. Kommando zurück. Wenn das so ist, machen wir ihn entweder hier. Dann mache ich ihn hier hin, oder? Oder ist es zu dicht an Stuppis Nahrung? Hm, ja, obwohl hier, ne? Da. Komm, das machen wir. So. Und hier wieder Glas hin. Schwerer Bau. Warum auch immer Glas schwerer Bau ist. So. Ist richtig, ne? Gut. Und dann machen wir das hier weg. So. Und hier. Oh Mann. Das müssen wir natürlich dann nachher auch noch alles befestigen. Halt, hier geblieben. Oh, wir sind überladen. Warte mal, ich schmeiß mal hier einen Stack Holz weg. Damit wir das lieber aufsammeln. Aber ich glaube, das fällt sowieso auf die Treppe, ne? Was wir nicht aufsammeln. Alles gut. So, hör damit. Hör damit. Bitte fall auf die Treppe. Ich glaube, es fällt auf die Treppe. Gut. Den hier auch nochmal weg. Und dann machen wir hier einen kleinen hin. So. Zack. Und hier natürlich auch. So. Hätten wir hier schon mal den Durchgang. Oben muss natürlich noch... Obwohl, warte, oben kann ich durchgezogen den länglichen lassen. Fällt mir gerade auf. Ja. Nee, nicht an das Glas. So, an das Holz. Ja. Hm, der da nervt ein bisschen, ne?
Soll ich den wegmachen? Ja. Huch. Ah, sehr gut. Gut. Hervorragend. Und ich glaube, die da muss ich auch wegmachen. Wenn ich jetzt hier einfach mal ein Brett nach außen mache. Das sollte in dem gleichen Raster sein wie hier. Ach ja, das war der Fuffi-Stack. Stimmt. Und die Felle müssen dann hier weg. Dann müssen die woanders schlafen, die Süßis. So sei es. Gut, ich schmeiß das erstmal dahin. Wir finden noch einen neuen Platz für die. Und dann mache ich mal Ecke 1, Ecke 2, Ecke 3. Ja, ne, ragt rüber. Das dachte ich mir bereits. Das heißt, das muss auch alles weg. Und der auch. So. Sieht man nachher sowieso nicht, glaube ich. Und dann machen wir hier mal ein bisschen weiter. Nee, Ecke 1, ja. Ecke 2. Und das soll gar nicht zu groß werden, tatsächlich. Das soll hier nur ein ganz kleiner, hier so ein bisschen rüberragen. So. Ne? Von der Weite her reicht das schon. Oh, das ist ja voll geil. Habe ich das nicht schon früher gemacht? Und dann irgendwie... Warte mal, ich mache jetzt erstmal provisorisch, um zu gucken, wie es aussieht. Wenn ich hier zum Beispiel sage, den länglichen so, passt das dann zufälligerweise perfekt? Nee, ne? Warte mal. Ich mach mal den kurz weg. Und hier so gegen. Doch, das geht. Zack. Und auf der Seite genauso. Da muss ich den abreißen. Und so Shift gedrückt halten. Damit es überragt, ne? Ihr versteht schon. Der muss auch weg. So. Ja, natürlich ist die Höhe jetzt schwer abzuschätzen. Ich mache einfach mal so. Und hier müsste ich... ja, doch, noch einen raus oder... Nee, so ist gut, ne? So ist gut, glaube ich. Und was mir gerade auffällt, hier mache ich mal... Nee, hier dran. So und so. Stopp. Ah, nee, die kann ich... Oh, shit. Mann, warum gibt es hier keine 1-Meter-Dinger? Das ist so schade. Weil jetzt müsste ich so machen. Hä? Das sieht aber auch eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Ich mach mal kurz. Ja. Nee. Wie ist das, wenn das nach unten durchragt? Sieht man es dann vielleicht nicht? Ich mach mal so. So und... So. Also das sieht schon mal richtig geil aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Und wenn wir dann hier sind, sieht man das dann unten. Das können wir gleich gucken. Ich würde jetzt erstmal so machen. Halt! Den langen sogar. Ich erinnere mich nämlich, dass wir so und so machen konnten. Und mit dem langen dann so. Shift. Ne? Und dann ragt er auch über. Warte mal, ich muss einen anderen Winkel finden, sonst sehe ich nicht, was ich mache. Ja, vielleicht so, ne? Ja, so ist besser. Und dann irgendwie so. Zack. Ach ja, na klar. I wish, das könnte ich auf der anderen Seite auch machen. Aber das geht ja gar nicht. Jetzt kann ich das nicht mehr antargeten. So. Aber dann ist eine Lücke, wenn ich den jetzt gleich wegmache, ne? Warte mal, wenn ich den jetzt wegreiße, ist hier eine Lücke zwischen. Ja. Und den direkt bündig zu machen, ging ja auch nicht, ne? Das wäre zu kurz. Naja, gut. Warte mal, ich mach mal kurz. Ich habe eine Idee. Wir wissen uns einfach andersrum zu helfen. Und zwar mache ich mal... Ich jump mal hier drauf. Scroll mal ran für Millimeterarbeit und mach den mal ganz dicht so dran. So. So vielleicht. Und mach dagegen den dicken. Halt. Da sollte ich besser hier draufstehen. Ich glaube, dann kann ich am besten antargeten. Und zwar so, dass er mit dem anderen bündig ist. Also so in den anderen reingeht. Ja, das ist sehr, sehr schwer zu treffen. Aber ich glaube, das geht. Komm schon. Zu dicht dran, ne? Doch, so geht's. So. Stück hoch. Zack.
Das weg. Das weg. Und den weg. Halt. Den hier. So. Ne? Hätten wir hier so einen kleinen Balkon. Ganz einfach. Und dann mache ich hier unten natürlich noch die Bretter dran. Das sieht nämlich alles viel zu dünn aus. So. Das ja fix gemacht. Und hier noch. Sehr gut. Und ich sehe gerade, der hier stört ein bisschen. Den mache ich mal weg. Und dann gucke ich mal, ob ich hier vielleicht irgendwas am Muster retten kann. Zum Beispiel den hier könnte ich hier wieder hinbauen. Der ist falsch. Warte mal, ich komme mal ran. Falsch. Der war richtig. Na komm. Nein. Nein, 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 nein. Der. So. Hm, jetzt ist da eine Lücke. Warte mal, warte mal. Ich probiere mal den länglichen. Mal gucken, wie der aussieht. Nein. Das muss schon der richtige sein. Nee, das ist auch falsch. Ich muss schon den antargeten, ne? Und hoffen, dass er den richtigen erwischt. Oh, so. Nee, der ist zu weit drin. Verdammt, komm schon. Eben gerade hatte ich ihn doch. Ich könnte mal versuchen mit E. Ja, nee, es geht auch nicht. Ja. So nämlich. Sehr gut. Da ist dann halt dicht. Dann geht das bis nach hier. Hier probiere ich mal, ob ich das vielleicht verbinden kann. Kann ich. Da war's doch. So. Ja. Sehr gut. Dann mache ich hier unten auch nochmal so ein Pinöppel dran. Einfach damit es vollständiger aussieht. Halt, der ist falsch. Oh. Warum geht denn das nicht? So ginge. Der ist zu hoch. Und der ist zu dünn. Da mache ich so. Mit Shift hiergegen. So. Und auf der... Ah ja, da ist sowieso der Balken. Dann hat sich das erledigt. Ich könnte trotzdem versuchen, das anzutargeten, aber ich glaube, das wird nie was. Weil dann müsste ich den wieder abreißen. Und ich bin ganz froh, dass wir hier das Muster größtenteils lassen. Oh, was habe ich denn hier gebaut? Warte mal. Den hier mache ich nochmal neu. Und zwar hier gegen. So. Der ist zu lang. Verstehe, deswegen habe ich das so gemacht. Und wenn ich den hier anbab, geht nicht. Mit Shift gedrückt halten ginge. Und dadurch ist er auch so zustande gekommen, ne? Glaube ich. Deswegen ist der so verschoben. Halt, der ist so weit unten. Das sieht doof aus. Das mag ich nicht. Der längliche hier muss nochmal. Oh, da kann sowieso ein kurzer rein. Ja, dann mache ich so. Den weg. Länglich. So. Fixt. Sehr gut. Dann könnten wir gucken, ob wir hier noch einen dazwischen kriegen. Ich glaube aber nicht. Oh, falscher Winkel. Der hier. Wenn ich hier so Shift... Ja... Warte mal, warte mal. Ich probiere mal. So. Sehr gut. haben wir das Muster noch drin? Unten habe ich jetzt keine Ahnung, wie es aussieht, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, da gucken wir sowieso nie runter. Der hier ist doof. Den will ich auch nicht haben. So. Ja, und ansonsten kann man das so lassen, ne? Ich würde es erstmal so lassen. Und dann haben wir hier jetzt einen Balkon. Geilau! Und warum habe ich das Ganze gemacht? Oh, ist sowieso gerade dunkel geworden, ne? Wir können mal kurz pennen gehen. Dann würde ich sagen, gute Nacht! Guten Morgen und, ach ja, genau. Wir brauchen ja noch nein, das habe ich dran getrunken, egal. Wir brauchen ja noch einen neuen Platz für die Flauschis. Ja, da ist ja deren Futterstelle. Wir könnten theoretisch hier, ne? Obwohl, das ist so weit weg von der Wärme. Ich habe eine andere Idee. Ich reiß mal den weg und baue den mal woanders hin. Aber wo? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, hier so bei der Badewanne irgendwie?
Hier? Hier so? Das ginge, ne? Sieht zwar ein bisschen schief aus, aber ich mach mal. Halt, 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 halt. Der ist viel zu dicht dran. Und dann werden der... Da, ne? Da geht dieser rote Stoff drüber. Das will ich nicht. Das soll so. Ja. Sehr gut. Dann ist hier so ein bisschen Chill-Area. Ne? Und da kann man dann sich frisch machen. Hier kann man dann schön saunieren. Hier kann man schön baden gehen. Und da kann man schön saufen. Für die Jungs. So. Und dann mache ich doch hier die Futterstelle hin. Ne? Ist natürlich jetzt doof, weil dann muss ich das alles umziehen. Oh, vor allem das da. Das machen wir später, oder? Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Damit ich es nicht vergesse, mache ich hier mal ganz viele Fälle übereinander. Dann haben wir die hier oben. So. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz ins Lager, bringen den ganzen Stuff weg. Fehlt hier noch was? Nicht, dass ich hier nachher noch irgendwie... Aber das sieht gut aus so, ne? Mir gefällt's. Ja, hier ist es ein bisschen komisch, dass der Balken nicht durchgeht, aber hier geht er auch nicht durch. Ich mag das. Und jetzt gucken wir mal, wie es von unten aussieht. Sieht man kaum, ne? Schon klar, da zum Beispiel gehen die jetzt nicht durch. Ich könnte mal gucken, wenn ich hier mal versuche, eine Trap hochzuziehen. Oh, da ist die Laterne im Weg. Moment, ein Stück weiter hinten. Hier so. Und dann drehe ich mal so. Gut möglich, dass die Treppe einkracht, ne? Keine Ahnung. So, und dann kann ich nämlich mal den 45-Grad-Winkel hier gegen Shift. Weil dann ragt es oben nicht durch. Nämlich. So, und hier. Und außerdem das gleiche nochmal so. Das würde durchragen, deswegen muss ich so machen. Einen hier und einen dort. Ist okay. Muster ist wieder durchgängig. Hier könnten wir einen länglichen ran machen. Ich probiere mal, ob das geht. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Da mache ich wieder Shift gegen, damit es bloß nicht oben durchragt. Und den sogar vielleicht so rein. Ja. Einen. Ein Stück weiter nach vorne. Halt. Na, komm schon. Das war doch gar nicht schlecht. Ich mag es nicht, dass er links rausragt. Na gut, was soll's. Und dann nochmal den, aber E. Oben 1, oben 2, unten 1. Das ist er, ne? Ja, ja, das sieht richtig aus. Sehr gut. Und dann sieht man sogar nicht mal, dass wir das Muster gebrochen haben. Das ist natürlich sehr erfreulich. Huch. Ja, das ist ein bisschen Holz runter. Weißt du was? Das hole ich eben. Gut möglich, dass hier auch noch mehr Holz liegt. Ich glaube aber nicht. Nur dieses eine. Okay, zwei. Oh. Ja, vielleicht kann ich hier mal ein bisschen den Hof aufräumen. Wo wir gerade dabei sind. Sehr gut. Da liegt auch was. Ja, Grauzwerge wurden hier umgebracht. Mhm. Ja. So weit, so schick. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück ins Lager und bringen mal den Stuff weg. Hervorragend. Da laufe ich sogar durchs Lootloch. So. Und es war Holz. Kernholz. Außerdem haben wir hier Stein von den Grauzwergen, sowie Harz, Augen. Und außerdem, stimmt, das ist jetzt Gift, ne? Das haben wir jetzt hier. Sehr gut. Kristalle. Kristall kann eigentlich mit zu Eis, ne? Fällt mir gerade so ein. Aber das können wir auch später machen. Teer. Und außerdem Kräuters. So. Und dann gucke ich mal kurz auf meiner Liste. Weil es gab hier natürlich noch andere Sachen zu machen. Also das haben wir. Das haben wir. Und auf die To-Do-Liste. Da würde ich ebenfalls gerne mal notieren. Wir haben nämlich noch eine Erweiterung. Expansion nenne ich es mal, weil es kürzer ist. Vom Galdr.
Table? Ja, da ist er schon am Verzweifeln, das glaube ich dir. Nein! Huch! Oh. Scheiße. Alle, ich mach mal so. Und so. Oh, das Video ist weg. So, und Galda Table. Und außerdem gibt es noch eine für die Schmiede. Ich schreibe einfach Schmiede. Ich weiß schon, was gemeint ist. So. Das steht nämlich auf jeden Fall als nächstes an. Weil vor allem der Galda Table. Dann können wir nämlich auch unsere Robe upgraden. Und sind noch stärker. Asquin-Haut. Das brauchen wir nicht mehr so dringend, ne? Mach ich mal ein Leerzeichen draus. Und außerdem, was hatte ich denn noch? Neuer Met, neues Essen. Boah, wir haben so viel zu tun, ne? Uhr? Wie Uhr? Nö. Uhr habe ich schon fertig. Werkstatt, Rüstkammer haben wir auch schon fertig. Da könnte ich theoretisch die Aussichtsplattform, das steht noch an, nach oben schieben. Da haben wir mal ein bisschen Sortierung. Und das hier einfügen. Und hier weg. So. Werkstatt. Ja, das ist eigentlich das, ne? Weil dann sind wir auch fertig mit... Ja, beziehungsweise das alles hier unterzubringen. Das ist ja mit Werkstatt gemeint. Ich lasse es erstmal stehen. So. Und ansonsten würde ich sagen... Moment, was steht denn noch an? Ach ja. Wir haben vor Ewigkeiten doch die Reben gebaut. Und da habe ich überhaupt nicht nachgeguckt. Und da gab es auch eine Beschwerde. Und zwar von Maria. Dass das ja überhaupt nicht hübsch aussieht. Und da gebe ich dir absolut recht. Das war ja auch nicht die Intention. Die Intention war ein bisschen zu experimentieren. Ich würde sagen, wir gehen mal zu den Feldern und gucken mal, was unsere Weintrauben machen, wa?